Er gilt als Übervater des Zeichentrickfilms und tatsächlich prägte der Amerikaner Walt Disney das Genre. Wegweisend von Anfang an mit dem ersten Mickey-Maus-Tonfilm Steamboat Willie von 1928. Dabei vergessen viele, dass auch Japan im Animationsfilm ganz groß ist. Das Stumpfe Schwert hieß der erste Anime, wie sie die Trickfilme dort nennen. Rund 100 Jahre ist er alt. In der kommenden Woche läuft nun ein Film in deutschen Kinos an, der schon jetzt der weltweit erfolgreichste Anime ist. Uwe Schwering stellt Your Name vor. An dem Tag, an dem die Sterne flogen, das war wie eine Szene aus einem Traum. Es war einfach wunderschön anzusehen. 350 Millionen Dollar in der Kasse lügen nicht. Geschlechtertausch à la Your Name ist heiße Ware. Hollywood sitzt schon am Remake. Mir gefallen die Songs. Der Soundtrack ist toll. Die Bilder sind so gewaltig, ich dachte, ich bin mittendrin. Der Macher Makoto Shinkai ist jetzt ein Star, ganz real. Interview gibt's nicht. Keine Zeit, sagt er, zu beschäftigt. Your Name ist feinste Fantasy mit eigenwilliger Musik, Ästhetik und Story. Heißt das etwa, dass wir in unseren Träumen die Körper tauschen? Ja, genau. Sie, Mitsuha, und er, Taki. Ohne sich zu kennen, sich je begegnet zu sein. Doch beiden stinkt das eigene Leben, also suchen sie einander. Ein bisschen Science-Fiction, eine emotionale Reise durch Raum und Zeit. Und im Gepäck viele Abenteuer. Sollten wir uns je begegnen, würden wir uns erkennen. Unerwartet aber, der Film ist ein Welthit. Und so gibt es bereits eine Wanderausstellung zum Lebenswerk des Anime-Meisters. Das gab's noch nie für einen, der gern jede Wolke selber zeichnet. In der Illustration des Himmels in Shinkais Filmen drückt sich immer auch das Gemüt der handelnden Personen aus. Seine Bildgestaltung wird sehr hoch eingeschätzt, fast so hoch wie japanische Literatur. Die Romanze ist selbst das schönste Geschenk zum 100. Geburtstag des japanischen Zeichentrickfilms. Das stumpfe Schwert, der erste Anime der Welt. Danach gebar Nippon Helden für Generationen. Den jungen Tobio, der als Astro Boy wieder aufersteht. Kimba, den weißen Löwen, der gegen das Böse kämpft. Oder Gundam, die Kampfmaschine, die es als Spielzeug bis heute in die Kinderzimmer schafft. Your Name frischt das Genre nun mächtig auf und bewältigt mit der Abbildung japanischer Traditionen auch den Spagat zwischen alt und jung. Viele Kinobesucher erklärten hinterher auch, dass sie durch den Film einen anderen Blick auf die Stadt Tokio gewonnen hätten, was wieder etwas mit Farben und Licht zu tun hat. Shinkai baut echte Schauplätze ein, zum Beispiel diese Kreuzung in Shinjuku oder die Cafeteria im Museum. Das erhöht die Publikumsbindung und die Orte entwickelten sich danach zu wahren Pilgerstätten für Anime-Jünger. Eins wollte ich dir noch sagen. Your Name, ein poetisches Stück Alltagsflucht. Nicht nur für Japaner. Wer bist du? Wer bist du? Wie ist dein Name?